aus diesem Kurs. Da war die Frage, wie man zurückkommt zu Part und Part Design, wenn man mit Arch begonnen hat. So, und das ist jetzt hier so ein 3D-Teil. Das haben wir auch in der E-Mail drin. Kopfteil heißt das. Können wir gleich uns auf den Bildschirm holen. Ich zeige einmal das ganze Video und dann können wir das gemeinsam durcharbeiten. Das ist jetzt im Prinzip etwas, was aus Arch ursprünglich kommt und was wir dann in Part Design bearbeiten wollen, indem wir da zum Beispiel eine Gewindebohrung einbauen wollen. Und dann werden hier gleich zwei Sachen gezeigt. Ich hoffe, ich habe die zweite Datei mitgeschickt, fällt mir gerade ein. Wenn also jetzt in Part Design das Gewinde zum Beispiel nicht enthalten ist, also das ist bei vielen Wasserrohrgewinden so. Die sind also von der Bezeichnung her ein bisschen seltsam, also da komme ich immer durcheinander mit diesen Maßen. Aber die gibt es da auch nicht im Part Design. Dann kann man solche Gewinde sich aus dem Netz holen, bei GrabCAD oder sonst wo, und die dann als Schneidkörper verwenden. Das sehen wir gleich. Also um das jetzt in Part Design zu verwenden, gehen wir in die Werkbank. Ah ne, wir machen erstmal hier eine Skizze. Genau. Und die muss auch wiederum nicht unbedingt in Sketcher erzeugt werden. Die können wir auch in Arch erzeugen, indem wir hier einfach jetzt die Arbeitsebene dahin legen, wo die Skizze liegen soll. In diesem Fall könnte man sogar diesen Hilfskreis verwenden als Skizze für Part Design, weil das zufällig übereinstimmt gleich mit dieser Skizze, die wir brauchen, um jetzt die Bohrung zu positionieren. Es geht nur um den Mittelpunkt, also der Durchmesser spielt damit keine Rolle. Der Vollständigkeit halber mache ich das jetzt im Prinzip doppelt, dass wir jetzt hier quasi das ausblenden und nochmal einen neuen Kreis erzeugen, da wo die Bohrung hin soll. Weil das muss ja auch nicht zwangsläufig an der Stelle sein, das war jetzt Zufall, mehr oder weniger. Wir können das jetzt umwandeln zu einer Skizze, damit das in Part Design verwendet werden kann. Man könnte auch das hier in Part Design verwenden, indem man das mit Drag and Drop in so einen Container reinzieht und das ein Base Feature wird. Aber weil wir hier schon das als Base Feature haben und keine zwei erlaubt sind, aber weitere beliebig viele Skizzen erlaubt sind, machen wir hier draußen eine Skizze, um jetzt dieses Base Feature zu haben, und die weitere Skizze, um den Ursprung oder den Nullpunkt von der Bohrung zu positionieren. So, also mit dieser Taste kann man also sowohl aus Arch 2D Skizzen Sketcher machen, als auch umgekehrt aus das Sketcher Skizze mit der Taste eine Arch 2D Konstruktion. So, dann gehen wir in die Werkbank Part Design, erzeugen dann hier mit dem blauen Knopf einen Part-Container. Wenn dabei das Teil aus Part und Arch selektiert war, wird es automatisch zum Base-Feature hier übernommen. Wenn nichts angewählt war, ist der Körper erstmal, ist dieser Container erstmal leer und man könnte damit Drag and Drop das reinziehen. Das ist dann Geschmackssache. So, und dann können wir die Skizze noch dazu holen in diesen Container und können dann mit der Funktion Bohrung und mit allen anderen Funktionen, also jetzt haben wir im Prinzip den Übergang geschafft von Arch Part hin zu Part Design. Von der Position aus können wir jetzt ganz normal weiterarbeiten hier, als wären wir darin gestartet. So, dann können wir hier auf Bohrung gehen. Und hier haben wir ja so eine schöne Voransicht, so eine Live-Voransicht. Und können jetzt hier beim Profil zum Beispiel ein Gewinde uns auswählen und das Häkchen setzen,
Gewinde versehen. Das ist bei Einzelteilen kein Problem. Wenn man jetzt so ein Ding jetzt 100 Mal in der Zeichnung drin hat, dann würde man das Gewinde nicht darstellen. Zumindest nicht bei allen 100 Teilen, vielleicht bei einem. Weil dann das Ganze sehr, sehr zäh wird und lange Ladezeiten und dann irgendwann auch unbedienbar wird. Das ist dann wirklich unnötig Rechenleistung erzeugen, was ja keinen Sinn macht. Also wenn man ein Gewinde exemplarisch darstellt, muss man das nicht bei allen Teilen haben. Das macht ja keinen Sinn. So, dann kann man hier sich ein Gewinde auswählen und wie gesagt, jetzt hier das Häkchen Gewinde darstellen. Bei diesem Einzelteil ist es okay. Dann auf OK und dann sieht man auch, dass dann hier dieses Gewinde da reingeschnitten ist. Falls das passende Gewinde nicht dabei ist, kann man sich zum Beispiel in GrabCAD, da habe ich schon sehr, sehr viele Sachen gefunden, aber auch bei 3D FindIt und so weiter, da kommen wir heute auch noch dazu, vielleicht wenn die Zeit reicht, dann muss man so zeigen. Wobei bei 3D FindIt und anderen Portalen oft vereinfachte Geometrien drin sind. Und hier wäre es ja zum Beispiel, wenn es jetzt ein 3D-Druckteil werden soll und möchte jetzt das Gewinde drucken, wichtig, dass dann auch tatsächlich das Gewinde dargestellt ist und auch richtig dargestellt ist und nicht irgendein Pseudo-Gewinde da ist, was ja, gar nicht exakt ist. Ja, also wir brauchen jetzt hier schon eine passende Geschichte. So, wenn wir jetzt so ein UNC-Gewinde haben wollte, so ein amerikanisches, zöllisches Gewinde, könnte man jetzt hier in GrabCAD was runterladen. Und dann als Tab reinholen. Das dann passend positionieren. Das da rausschneiden. Und zwar nehmen wir dann wieder unser Originalteil. Wenn man das Part-Design-Teil verwenden möchte, weil sich das mittlerweile verändert hat, würde ich davon eine transformierte Kopie machen, weil und hier auch, machen wir auch eine transformierte Kopie davon, also wir immer mit transformierten Kopien hier arbeiten, weil diese komplizierten Schnitte sonst oft nicht funktionieren. Und diese transformierte Kopie erzeugt oft etwas, was gut verwendbar ist für boolsche Operationen und für weitere Veränderungen. So, und dann hätten wir da quasi jetzt ein Gewinde reingeschnitten, was eventuell in Part Design nicht angeboten wird. Und die Alternative, was im Forum oft angeboten wird, dass man über Helix sich selber ein Gewinde konstruiert, das ist natürlich super mühsam. Ja, da muss man also über Tabellenbücher die Steigung und die Rundungen und alles Mögliche sich da raussuchen und dann ist das ja auch nicht so einfach, über Helix sowas zu machen. Das ist schon heavy. Also das habe ich bislang noch nicht gemacht. Das glaube ich ist auch nicht nötig, weil es wird alles geben im Internet. Also jedes Gewinde, was man sich vorstellen kann. Also ich hatte schon sehr viele exotische Gewinde und habe alle gefunden im Netz.